Bei uns wird es heute sonderlich sportlich und wir beginnen auch gleich mit dem SCD HFK. Der musste am vergangenen Wochenende in der Handball-Bundesliga vor heimischer Kulisse eine Niederlage hinnehmen. Mit mir zugeschaltet ist jetzt André Haber, der Trainer der Leipziger Handballer. André, wir haben es gerade gesagt, eine Niederlage in der eigenen Halle gegen den Bergischen HC. Wie siehst du auf das Spiel zurück? Wir beschränken uns erstmal auf die technische Sicht. Wie ist es gelaufen? Ja, hallo. Ja, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also wir sind vorher ins Trainingslager gefahren, haben ein paar Maßnahmen gemacht, um eben unbedingt dieses Spiel zu gewinnen und haben es wieder verloren, weil wir, denke ich, zwei Dinge handballerisch nicht gut gemacht haben. Das eine war, unseren eigenen Torraum zu sichern bei Abprallern. Also der Gegner hat viel zu viele zweite Chancen bekommen, wo wir eigentlich den Ball schon gewonnen hatten. Und das andere war, dass wir zu oft am gegnerischen Torhüter gescheitert sind, gerade in der zweiten Halbzeit auch. Das waren die ausschlaggebenden Punkte, warum wir gestern das Spiel nicht genommen haben. Das schmerzt enorm nach dem Aufwand, den wir betrieben haben nach der Woche und wie sehr wir diesen Heimsieg unbedingt wollten, zusammen mit den Zuschauern, dass wir das nicht geschafft haben, das tut heute sehr weh. Ja, du hast gesagt, ihr wolltet es sehr und es war gerade in dieser Phase auch sehr wichtig, in dieser Phase der Saison, dass ihr das gewinnt. War ein herber Rückschlag. Die letzten Spiele musstet ihr auch sieglos bleiben. Was fehlt euch denn gerade, wenn man das überhaupt so sagen kann? Ja, ich glaube, gestern haben wir schon gesehen, dass sich unsere Mannschaft dort von der Mentalität verbessert gezeigt hat, dass wir ja dort schon einen Spirit entwickelt haben, der eigentlich zu einem Heimsieg reichen muss. Was mich stört, ist, dass wir es nicht geschafft haben, uns abzusetzen am Beginn der ersten Halbzeit, wo wir vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten. Und dass wir vor der Halbzeit dann in 4 Tore minus geraten sind, völlig unnötig, weil wir selber überhastet abgeschlossen haben und dann nicht in den Rückzug kamen und dort unsere Schwierigkeiten hatten. Das ist wirklich ärgerlich, weil wir auch darüber gesprochen haben. Und da hatte ich gehofft, dass wir den Schritt weiter sind, den Schritt ruhiger sind. Diesmal ist uns nicht passiert, dass wir schlecht aus der Halbzeit gekommen sind, sondern eher sehr gut haben wir die ersten Minuten 6-3 gewinnen können. Deshalb waren wir auch auf ein Tor ran, aber dann haben wir den Bock nicht umgestoßen. Aktuell ist die Situation schwer, ist mit Sicherheit auch für die Spieler vom Kopf her schwierig, aber es nützt alles nichts. Wir müssen hart weiterarbeiten, um dort in der Saison noch erfolgreich zu sein. Du hast gerade angesprochen, es ist eine harte Situation und ihr habt vielleicht in mancher Situation am Wochenende ein bisschen überhastet, hast du es genannt, gehandelt. Wie kann man denn solchen Situationen begegnen? Wie kann man da entgegenwirken? Ja, vor allen Dingen muss man aus jeder Drucksituation lernen. Und die drei Spiele davor ist uns jeweils passiert, dass wenn der Gegner uns auf 3-4 Tore enteilt war, dass wir dann in uns zusammengefallen sind. Anders kann man das nicht ausdrücken. Und dann haben wir teilweise mit 9, mit 10, mit 11 Toren hinten gelegen. Das ist diesmal nicht passiert. Das soll jetzt keine Beschönigung sein oder irgendwas, aber das ist der Fakt. Diesmal haben wir es geschafft, uns dort immer wieder dagegen zu stemmen. Aber unterm Strich haben wir gegen eine Mannschaft, die hinter uns steht, in der Tabelle zu Hause verloren. Und das ist besonders ärgerlich, gerade zu Hause vor unseren Fans, vor unseren Zuschauern, ist das großer Mist. André, lass uns ganz kurz nochmal über die gegnerische Mannschaft sprechen. Was hat denn der Bergische HC richtig gemacht und wo war, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, so in der ersten Halbzeit der Wendepunkt, wo die sich dann von euch ein bisschen absetzen konnten? Ja, also ich glaube, dass die genau die Ruhe hatten, die wir nicht ausstrahlen können in der aktuellen Situation. Also diese Abgeklärtheit, dieses Matchglück dann auch ein bisschen für die zweiten Bälle. Das ist all das, was uns gerade nicht zur Verfügung steht. Gerade so diese Ruhe in hitzigen Situationen, das hat der BHC gestern besser gemacht als wir. Ja, du hast auch schon gesagt, der Rest der Saison, das ist jetzt nicht mehr so lange. Was kann und muss da euer Plan sein? So viele Handballspiele wie möglich gewinnen. Also es muss jetzt endlich wieder losgehen. Wir haben jetzt 5-mal in Folge verloren. Wie gesagt, gestern mit einer anderen Leistung, meine ich. Aber das ist im Leistungssport nichts wert. Da geht es um Ergebnisse und die müssen wir jetzt abliefern. Was erwartest du denn in den nächsten Spielen von deiner Mannschaft konkret? Ja, ich erwarte, dass wir jetzt wieder punkten können, bei aller Schwierigkeit der Gegner
Und bei aller Schwierigkeit der Situation wollen wir natürlich jetzt nicht noch drei Niederlagen bis zum Saisonende hinnehmen. Das ist völlig klar. Also wir werden in jedem Spiel dort um alles kämpfen. Wir spielen jetzt in Wetzlar. Wir spielen dann zu Hause gegen SC Magdeburg. Mit Sicherheit zwei schwere Spiele und dann am letzten Spieltag auswärts in Hannover. Aber wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dort wieder zu punkten. Das eine schwere Spiel hast du gerade schon angesprochen. Ihr habt jetzt eine kleine Pause und dann geht's in Wetzlar für euch gegen die Jungs aus Wetzlar. Was kommt denn da auf euch zu? Was erwartest du? Ja, Wetzlar ist eine Mannschaft, die sich gerade über Heimstärke besonders auszeichnet. Wir haben sie hier in Leipzig geschlagen, ich denke auch relativ souverän. Und jetzt geht es einfach darum, erstmal wieder auf uns zu schauen, eine gute Vorbereitung auf das Spiel zu schaffen, die nötige Ruhe herzustellen, die es braucht. Und dann wird Wetzlar uns alles abverlangen, aber wir ihn auch. Ich hatte es gerade schon angesprochen, ihr habt eine kleine Pause dazwischen und die Vorbereitung muss jetzt laufen. Wie genau sieht die bei euch aus? Ja, wir werden weiter trainieren, wir werden schauen, wie viel können wir jetzt machen mit denen, die gestern viel gespielt haben, werden dort ein bisschen auf Belastung auch eingehen, aber wichtig ist, dass weiter gearbeitet wird. Ja, soweit André Haber, der Trainer des SCD-HFK Leipzig, zum letzten Spiel und zur aktuellen Situation. Danke André für deine Zeit und deine Antworten. Dankeschön.